Hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. So, wir haben es also endlich jetzt auch geschafft, diese Distress Inks und die Blending Tools in unseren Shop zu bekommen, damit ihr nicht mehr irgendwo anders rumsuchen müsst. Habt da alles auf einem Platz. Feine Sache. Ich benutze die ja immer, diese Stempelkissen hier und diese Tools, um meine Bücher künstlich zu altern, um den Rändern so eine Patina zu verleihen, dass das halt eben aussieht, als wäre es schon 100 Jahre in Gebrauch. Sehr, sehr einfach. Ziemlich cool und man kann noch ganz viele andere Dinge mit dieser Tinte hier machen. Das ist wirklich ein super Material und für alle die, die eben jetzt noch neu auf dem Gebiet sind und damit noch nicht so viel Erfahrung haben, gucken wir uns das jetzt mal genau an. Ich hole jetzt mal meine, die hier reichlich im Gebrauch sind und das sieht man denen auch an. Das kann jetzt auch mal weg. Ach so, das ist ein Set, da sind gleich zwei davon drin mit austauschbaren Pads da unten, das ist ganz praktisch. Vor allen Dingen, wenn man mehrere Farben hat, dann muss man die nicht... dann versaut man die nicht, wenn man von einer Farbe in die andere geht. Wenn ihr also schon Distress Inks besitzt, und dann wisst ihr das ja aber selber, dass das einfach blöde ist, wenn ich jetzt erst Braun da drauf habe und dann will ich was Gelbes oder was Grünes machen. Und dann versaut man sich halt das Stempelkissen. Und darum tauscht man dann diese Pads einfach aus. Das ist hier so ein, wie sagt man dazu, Klettverschlussding. Und dann halten die. Und dann kann man da einfach einen schönen neuen sauberen drauf machen. Einfach abziehen. Und dann kommt der andere da drauf und dann kann es losgehen. Man kann diese Dinge auch auswaschen, wenn man ein ordentlicher Mensch ist. Ich bin kein ordentlicher Mensch. Ich wasche die zwischen ganz selten und überhaupt nicht aus. Weil einmal so ein Pad relativ lange hält und ich einfach mehrere von den Dingern habe. Ich habe also für die hellen und für die dunklen Farben jeweils einen so ein Stempelding da. Ich weiß nicht, wie nennt man den? Eine Halterung, ein Tool, ein Blending, was auch immer. Und darum sind in diesem Set ja auch gleich zwei drin, damit ihr dann schon mal so ein bisschen Arbeitsmaterial habt. Denn Stempeln macht süchtig. Und wenn euch das gut gefällt und diese gut angenommen werden, dann werden wir auch mehr Farben bekommen. Aber wir haben gedacht, wir fangen jetzt erstmal mit dem absolut Nötigen an und dann geht das so ein bisschen Nachfrage. Ne? Also wenn ihr viel mehr Farben haben wollt, dann müsst ihr uns das einfach sagen. Hinterlasst mir eine Nachricht, schreibt mir eine E-Mail, ruft bei uns an, bombardiert uns mit Nachfragen und dann werden wir das Sortiment schön ausweiten. Okay, also wir haben dann dieses Blending-Tool. Gibt es für Blending-Tool ein deutsches Wort? Ich habe keine Ahnung. Und unser Stempelkissen und dann braucht man einfach ein Stück Papier. Ich habe mir jetzt hier so ein schönes bedrucktes Frühlingspapier ausgesucht. Und dann muss man halt, am Anfang, wenn die noch ganz neu sind, muss man halt ein bisschen heftiger da über das gehen. Der ist jetzt schon so voll gesaugt, dass das bei mir immer sehr schnell geht. Und das Einfachste ist, wenn ihr den Rand dunkel machen wollt, das nicht hinlegen und da drüber streichen, sondern wirklich in die Hand nehmen und einfach über die Ecke flutschen. Ja, geht da ja jetzt so. Zack, 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 zack. Das geht sehr schnell. Und damit wischt man dann, erstmal wird der Rand ein bisschen dunkler sowieso, dann sieht das nicht so neu und abgeschnitten aus und das ganze Papier kriegt rundherum erstmal so ein bisschen Patina. Und jetzt ist eben die Frage, wie doll möchte ich es denn haben? Wenn ich das jetzt in den Vintage Journal mache, dann ist das zwar schon mal ganz nett, aber mir persönlich ist das einfach viel zu weiß. Damit kann ich jetzt so tun, als hätte ich das in Tee gefärbt, indem ich einfach das nehme und ganz leicht mit diesem Ding da drüber wische. Ich mache es jetzt mal nur auf einer Seite, dann könnt ihr das auch sehr genau sehen. Und da auch nicht zu gleichmäßig, denn wenn ihr das im Tee einfärbt, ist das auch nicht gleichmäßig. Ja, kommen wir mal näher ran. So kann man das jetzt schön sehen, dass das hier auf der einen Seite dunkler eingefärbt ist und auf der anderen Seite einfach sehr viel heller ist, ja, dass das Patina bekommen hat. Sorry Leute, jetzt kann man es sehen. Jetzt war ich aber echt im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen unterbelichtet. Weißt du, wenn man die Lampe anmacht, dann kann man auch erkennen, was hier läuft. Aber ich glaube, jetzt kann man es gut sehen. Jetzt haben wir ein schönes Licht und jetzt seht ihr, dass es schön hier ein bisschen fleckig ist. Der Rand ist jetzt eben nicht mehr weiß. Da habe ich es jetzt mit Absicht freigelassen. Man sieht den Unterschied. Und für mich ist es jetzt für meinen persönlichen Geschmack so, dass mir das eben jetzt nicht gefällt, dass das alles eine Farbe hat. Ich hätte den Rand gerne noch dunkler und deswegen brauchen wir dann Ground Espresso. Und wie ich schon sagte, ich bin ein Ferkel, ich gehe einfach mit dem gleichen Ding da rein, weil braun ist braun. Und wenn ihr ordentliche, gewissenhafte Menschen seid, dann könnt ihr das natürlich austauschen, das Pad. Wenn ich mir jetzt was Rotes hole oder sowas, dann nehme ich ein anderes. So, und jetzt seht ihr, jetzt wird der Rand sehr, sehr viel dunkler hier. Ja. Und man kann das natürlich jetzt auch noch ein bisschen reinziehen hier in das ganze Bild. Das ist die dunklere Farbe, der Ground Espresso, einfach noch ein bisschen schärfer herauskommt.
So, wenn man sich das jetzt anguckt im Vergleich, ich falte das jetzt mal gerade, dann sieht man den Unterschied noch besser. Das sieht jetzt also wirklich so aus wie ein Dachbodenfund, ein Oller, ja, schön auf alt getrimmt. Und so ist es jetzt nur ganz leicht und das Papier ist einmal hell gelassen. Und das ist ja eure Entscheidung, da könnt ihr ja mitmachen, was ihr möchtet. Und dann ist es also auch noch ganz cool, wenn man dann einfach vielleicht noch ein bisschen drauf stempelt. Und da das jetzt schon relativ dunkel ist, brauche ich ja natürlich den Ground Expresso, die dunklere Farbe, damit man das nachher auch sieht, weil ich da jetzt gerne noch ein bisschen Schrift drauf hätte. So. Ja, einfach ein bisschen mit dem Stempel drauf gestempelt und dann würde ich es gerne noch was bekleben. Was nehmen wir denn mal? Machen wir eine Karte draus, lassen wir es mal geknickt auf der Hälfte. Brauche ich gar nicht. Ja, das ist unser selbstgemachtes Washi-Tape. Das habe ich ja in einem anderen Video gezeigt, wie man das macht. Da mache ich jetzt die Ecken ab, weil ich die nicht brauche. Wie viel mussten das ungefähr sein? So finde ich das schon mal ganz nett. Und wieder den Ground Expresso, weil das einfach dunkler ist. Und das ist schon ein etwas dunkleres, älteres Papier. Das ist ja wirklich alt. Das ist nicht auf alt getrimmt, sondern das ist aus einem von meinen alten Büchern. So, und da man sich die Finger da immer so schön mit versaut, keine Sorge, das lässt sich wunderbar abwaschen. Man kann damit übrigens auch auf Stoff rumstempeln. Nur ist das natürlich nicht waschfest. Das heißt, ein T-Shirt damit bestempeln ist nicht so gut. Aber wenn ihr einfach Stoffreste habt, mit denen ihr eure Junk Journals verzieren wollt, dann ist das eine feine Sache. Dann könnt ihr das super benutzen und das hält ganz toll. So, jetzt hätte ich wieder gerne ein bisschen Ground Expresso. Das gibt dann auch eine schöne Mischung. Ich habe nämlich hier einen schönen Spruch, den ich da gerne draufkleben möchte. Den möchte ich noch ein bisschen fleckig haben. Schöner Spruch, verlass dich auf dein Herz. Es hat schon geschlagen, bevor du denken konntest. Sehr weise. So, das kommt da jetzt noch drauf. So. Dann habe ich hier noch ein Herz. Ich habe so eine Stanzmaschine, so eine Schneidemaschine, so einen Cuttleback. Ich glaube, die Seite finde ich schöner. Dann habe ich aus dem Notenpapier mir das Herz ausgeschnitten, weil ich finde, bei so einem Spruch muss ja da auch irgendwie noch ein Herz drauf. Da ist der Schmetterling, da muss das Herz nicht drauf. Hier so hin. Da ist schön. Okay. Das kriegt jetzt auch noch einen dunkleren Rand, damit sich das ein bisschen mehr abhebt. Denn auf dem Papier ist ja schon relativ viel los und dann kann man dann nachher nichts mehr erkennen, wenn das... Wenn man es einfach nur so drauf klebt, dann wird es nicht ganz so gut. So, und schon ist unsere kleine Karte fertig. Schön auf alt getrimmt, hat einen wunderbaren Vintage-Look und würde gleich ganz fantastisch in ein Junk Journal, in eine Einschubtasche passen. Und das könnt ihr natürlich mit sämtlichen Blättern machen, die ihr habt. Man kann auch bei einem Junk Journal die Seiten einfach im Stapel. Ich suche gerade mein Junk Journal. Wo habe ich es denn hingelegt? Moment mal, ich muss mal kurz aus dem Bild. Da ist sie. So, da ist mein Junk Journal. Da kann das dann einfach in eine Tasche rein. Und ihr könnt dann auch in einem Junk Journal die Seiten patinieren, wenn das Buch schon gebunden ist. Na, haben wir hier irgendwo eine schöne Einstecktasche? Da passt es doch ganz prima hin. Tun wir das erstmal rein. So, wenn ich also jetzt hier in meinem Journal plötzlich befinde, dass diese Seite nicht genug Patina hat, dann nehmt ihr einfach euer Tool und geht in dem Journal einfach mal an der Seite lang. Und dann bekommt das gleich schon wieder, werdet ihr sofort sehen, einen ganz anderen Charakter. Wenn man sich das jetzt anguckt, den Teil hier und den Teil hier. Das ist halt einfach nur so, wie so eine Seite halt so ist. Und hier sieht es jetzt schon gleich ganz anders aus. Jetzt gehe ich mal einmal ganz drum rum und dann ist meine Startseite schon gleich schick und das Journal macht schon gleich einen ganz anderen Eindruck. Ups, landen wir im Farbtopf. Das ist nicht so gut. Räumen wir mal ein bisschen weg. So,
ziehe ich das jetzt mit Absicht ein bisschen rein ins Blatt, einfach damit das einen schöneren Charakter bekommt. Und dieses Papier hat ja eh so einen leichten Goldschimmer. Ich liebe dieses Papier, das ist einfach toll. Und jetzt durch diesen etwas dunkleren Rand kommt es noch viel mehr raus. Muss mal schauen, wird das Ganze ein bisschen... Ja, jetzt kann man besser gucken. Jetzt haben wir die ganze Seite im Bild. Ne? Seht ihr also, dass es hier am Rand jetzt einfach ein bisschen dunkler ist. Und dann sieht das gleich viel besser aus. Und ihr könntet natürlich auch einen ganzen Packen nehmen, wenn ihr sagt, okay, ich will diese ganzen abgeschnittenen Seiten eigentlich dunkel haben. Dann kann man tatsächlich auch so ein Packen Papier nehmen und da einfach mal so eine Runde drüber gehen. Dann funktioniert das auch. Dann sieht es nicht mehr so, ja, so neu aus. Und weil es so schön war, möchte ich hier jetzt noch ein bisschen drauf rumstempeln. Nehme ich nochmal mein Vintage-Foto und unseren Stempel hier und machen da so ein bisschen am Rand. Na, toll, oder? Und das alles nur mit so ein bisschen Stempelfarbe und so ein bisschen Blending-Tool. Also Leute, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Junk Journal machen wollt, wenn ihr bastelt viel, das ist eine Investition, die sich wirklich lohnt. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr von dem Produkt haltet. Hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar. Vor allen Dingen, wenn ihr findet, dass wir viel mehr Farben haben sollten als nur diese beiden. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis demnächst.